Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch vor kurzem war man der Meinung, dass man zum erfolgreichen Gärtner möglichst viele Spezialdünger braucht. Nicht selten ist es darum vorgekommen, dass man bis zu 10 verschiedene Dünger daheim hatte. Und vielleicht hat gerade das dazu geführt, dass ein grosser Teil der Privatgärten überdüngt ist. Nach neuesten Erkenntnissen ist nämlich eine gesunde Bodenstruktur und ein optimaler Standort für Pflanzen wichtiger als möglichst viel Dünger. Außerdem weiss man durch Bodenproben, welche Nährstoffe und Spurenelemente am Boden entzogen werden und wieder ersetzt werden müssen. Im GOB Ökoplan Universaldünger sind alle Baustoffe, die, die Rosen und andere Blumen, Gemüse oder Beeren brauchen, in ausgewogener Zusammensetzung enthalten. Er entspricht den Richtlinien der VSBLO, der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, und ist mit der Bioknospe ausgezeichnet worden. Der Universaldünger aus 100% Naturprodukt verbessert zudem die Bodenstruktur und ist nicht nur Nahrung für Pflanzen, sondern auch für die unentbehrlichen Bodenlebewesen. Wegen der Zerstörung der Moorlandschaften verzichten immer mehr Hobbygärtner auf den Einsatz von Torf in ihren Gärten. Eine ökologisch vollwertige Alternative können wir Ihnen aber auch hier anbieten. Der GOB Ökoplan Torfersatz ist ideal zum Lüften und Lockern vom Boden und als Abdeckmaterial unterdrückt das reine Naturprodukt auch gerade noch das Wachstum vom Unkraut, sorgt für eine gleichmäßige Bodentemperatur und hält die Feuchtigkeit im Boden zurück. Zum umweltgerechten Gärtnern gehört aber auch das Kompostieren. Darum finden Sie bei uns auch ein Kompostiermittel aus natürlichen Hilfsstoffen, das ebenfalls von der VSBLO geprüft und empfohlen worden ist. Das GOB Ökoplan Kompostiermittel einfach nach jeder Schicht Haus- oder Gartenabfall auf den Kompost verteilen. So wird der Nährwert vom Kompost verbessert, es entsteht praktisch kein Geruch und die Zersetzung ist noch besser. Sie sehen, ökologisch Gärtnern ist einfacher, wie man meint, und sicher ein Versuch wert. Im Markenfenster haben wir heute ein Produkt, das auch etwas mit Garten zu tun hat. Es ist der rein pflanzliche Burger Vegetal aus Gemüse und Getreide, wo ich würde sagen, ganz sicher auch ein Versuch wert ist. Dieser Burger schmeckt, denn er ist aus Getreide und Gemüse. Am besten wird er mit Salat serviert, nachdem er 10 Minuten ohne Fett gebraten hat. Den Burger Vegetal gibt es in 4 Sorten von Bär, exklusiv bei Coop. Burger Vegetal ist stark und macht stark. Der Bär Burger Vegetal, den Sie nur bei Coop kaufen können. Eine weitere Exklusivität, die Sie neu bei Coop bekommen, ist der Aceto Balsamico di Modena. Ein besonderer Essig, der nach traditionellen Methoden aus verschiedenen Traubensorten nach langer Reife in edlen Holzfässern entsteht. Dunkel in der Farbe, süß, sauer und weich im Geschmack ist der Aceto Balsamico di Modena die ideale Begleitung zu Salat, Gemüse und Fleisch. Und wie viele andere Spitzenköche schwört natürlich auch der Armin Amrain auf das edle Produkt aus der Gegend von Modena. Und das eignet sich auch besonders gut für einen Salat. Grüezi miteinander. Zuerst den Teller mit einem guten Olivenöl bestreichen. Dann die Tomaten waschen, abtrocknen und in Scheiben schuppenförmig um den Teller anrichten. Den Mozzarella ebenfalls in gleichmässig dicke Scheiben schneiden und seitlich an die Tomaten lehnen. Mit Salz und reichlich Pfeffer aus der Mühle würzen. Mit Olivenöl übergießen und dann mit Aceto Balsamico, zum Beispiel einem neuen von Coop, sanft beträufeln. Ein paar Basilikumblätter in Streifen über den Salat verteilen. Und zum Schluss mit einem Kopfsalatblatt und einer Tomatenrose garnieren. Für die, die es nicht können, wenn man so eine Tomatenrose schneidet, zeige ich es gerne nochmal. Mit seinem dekorativen Auftritt eignet sich der Salat übrigens auch sehr gut als Vorspeise. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Aceto Balsamico di Modena. Wahrer Balsam für Ihren Salat. Balsam fürs Portemonnaie sind auch wieder Coop Extra Hits. Und zwar gibt es diese Woche Tommy Mayonnaise oder Dominaise ab 3 Stück pro Tube für nur 1,90. Und einen grossen Beutel kleine Aridor oder Giandino Eili von Arni für nur 7,30. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 Polo Pickershirts für Damen und Herren, ganze 10 Franken günstiger, nämlich für 25 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. GOB Spargelspitze kostet ab sofort nur noch 2,50. Fernöstlich inspiriert zeigt sich das GOB Restaurant und offeriert Ihnen diese Woche ein thailändisches Reisgericht mit dem klingenden Namen Gangpet Mu. Ebenso spektakulär ist der Preis. Das Gericht kommen Sie nämlich für nur 9,50 über. Heute ist wieder einmal Tag und Nacht gleiche. Oder anders gesagt, am Morgen um 6 ab 8 hat der Frühling angefangen. Hoffen wir doch, dass sich das Wetter auch dementsprechend verhält.
Bei Coop wären wir auf jeden Fall auf den Frühling vorbereitet. Mit einem rasanten Fahrzeug für Freiluftexpeditionen und natürlich einem passenden Styling von Techstar. Wer weiß, vielleicht wäre ja das eine oder andere von diesen Spielmobilen noch ein Tipp für den Osterhasen. Das wäre es für heute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.